Let's play Priester verhauen. Priester verhauen und BH auf den Kopf tragen und ein bisschen South Park spielen wir auch noch. Los, wink, du Alge. Du Alge. So. Ups. Immer wenn ich die rechte. Ich klicke immer extra nicht mit links. Dann pupst der einfach. Standardmäßig. Ah? Ach ja. Wo ist denn Pupsen standardmäßig? Ist bei euch Pupsen standardmäßig so? Wir haben eine Bibel gefunden und sie ist kategorisiert als Schrott. Upsi. Was schafft es sogar, sich vom Folgenende abzulenken? Yep. Ein Drogenlappen. Ich bin da nicht so. Hey, Butthole, you're doing great. Really quality character sheet stuff happening here. I've got a super secret mission for you. Head over to the new taco shop on Main Street and buy me a taco. Kuhn out. Kuhn out. Okay, wir müssen aber trotzdem erstmal. Wir haben jetzt ja noch. Wir wissen, ich finde den BH einfach zu gut, ey. Also, ich finde, die Handschuhe sind eigentlich zu gut. Also, das ist. Der ist unser Outfit echt schon ein Premium. Die Sternchen sind auch gut und die Schmierfriese finde ich auch nicht so geil. Aber wir können, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, wir haben jetzt Super Best Friend. Wir können Moses beschwören. Mit Macaroni, Leim und einem großen Herz, das bereits für das Judiläum ist. Judiläum. Verfügst du über die Kraft, Moses herbeizurufen. Ein mysteriöses Mitglied der Super Best Friends. Stelle in Zeiten der Not einfach ein Macaroni-Bild her und bringe es Moses da. Dein gesamtes Team, selbst die Unreinen, erhalten volle Gesundheit. Ach cool, das ist ein kompletter Heal. Das sind halt unsere XP-Aufgaben. Irgendwo. Ach ja, Ninja ist ja unser Feind. Ninja will, dass du den Friedhof schändest. Das kann ich mal probieren. Alles die doch. Ah, Kennys Schwester's Puppe. Kennys Schwester's ihre Puppe drinne. Artefakte! So, was könnten wir denn da jetzt noch reinknattern? Reinheitsverbindung, das ist eine Hundelein. Gibt auf jeden Fall mehr Life, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das gibt alles plus 3 und mehr Life und. Aber noch so ein Gedöns. Ne, das Ding ist schon ziemlich gut hier. Ne, die Hundeleine, die ist. Ein Teambonus. Ja, ich möchte mehr über Teamboni erfahren. Kritischer Trefferschaden bestimmt, wie viel Bonusschaden aussieht, wenn du das während eines Angriffs auf euch A drückst. Okay. Die ultimative Erholung bestimmt, wie schnell sich deine Ultimativanzeige auffüllt. Ich kann nicht mehr lesen. Statuseffektschaden bestimmt, wie viel Schaden Statuseffekte wie Brand, Angewider, Geschock und Bluten anrichten. Die Gesundheitswiederherstellung bestimmt, wie viel Gesundheit du zurückerhältst, wenn du getroffen wirst und währenddessen A drückst. Rückstoßschaden bestimmt, wie viel Schaden du anrichtest, wenn du Gegner zurückstoßt. Die Bonusverbündeten Gesundheit erhöht die Gesundheit deiner Verbündeten. Weitere Informationen in Attributen findest du in dem Punkt Menü im Hilfeabschnitt des Pausenmenüs. Menü, Menü, Pause, Menü. Ach, danke. Also wir kriegen Gesundheit der Herstellung. Ultimativkrafterholung hat das Ding relativ dick, ne? Ja, cool. Wir könnten. Was ist das? Dafür brauchen wir wieder Kleber. Kleber haben wir nicht. Oh, man, nett! Kleber haben wir nicht. Ninja möchte, dass ich ihren Friedhof schände, aber es geht nicht. Das klingt komisch. Hm, junge Frau, dürfte ich ihren Friedhof schänden? Nee, bitte nicht. Kann es sein, dass dein Voice-Gate etwas straff eingestellt ist? Ich habe nichts geändert. Also, wenn das Windows-Update da nichts geändert hat. Ja, mal gucken. Bin ich abgehackt, oder was? Test. Test. Okay, ich hab's jetzt hier mal ein bisschen runtergedreht, das Gate. Das wollen wir ja nicht, dass ich abgehackt klinge. Entschuldigung. So. Ja, das Windows-Update hat da ganz schön rumrandaliert. Yeah, wir können jetzt jederzeit zur Kirche reisen. Jetzt besser? Fernseher hört sich alles gut an. Ja. Nee, das ist immer. Also, ich bin tatsächlich. Ich finde das total gut.
Wenn GPI zufrieden ist, also, was heißt zufrieden? GPI ist nie ganz zufrieden, weil er sehr hohe Ansprüche hat, aber wenn GPI nicht nörgelt, gehe ich davon aus, dass es für den Normalzuschauer Reno perfekt ist. Deswegen finde ich das sehr gut. GPI setzt einfach sehr hohe Ansprüche an. Weil ich tatsächlich ernst, ich finde das wirklich gut. Also GPI gibt mir da mal sehr, sehr wertvolle Tipps. Vorhin, ja, jetzt redest du lauter. Jetzt rede ich, jetzt lese ich leiser. Wenn ich ganz leise rede, sehe ich, also ich habe die ganze Zeit Ausschlag. Habt ihr auch die ganze Zeit Ausschlag? Ich glaube, jetzt ist besser. Ah! Ganz leise Rede, dann hackt es ein bisschen ab. Tihi, Hachi! Ach, Fräulein Sumsemann, warum bist du denn krank? Also wissen wir schon. Jemand, steh ab! Oh. Ups. Was ist das denn? Ein Arcana-Hut. Natürlich auch ziemlich aus. Aber der BH ist aber viel zu gut. Da war auch gerade eine Tasche. I see no Tasche. Moment. Aber die hatte ich doch schon. Die Tasche habe ich schon gelootet. Ist schon leer. Da hinten die, ne? Die habe ich schon gelootet. Ich bin mega informiert. Von der rechten Seite. Ah. Du hast dir doch mal für die Sims einen Doktorkittel gekauft. Da kannst du dir auch für South Park ein BH kaufen, sagt Elenza. Sorry, habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ja, ich könnte, also. Ich kenne ja auch tatsächlich Menschen, die BHs tragen, ne? Also, die Idee ist tatsächlich ein bisschen witzig. Der BH von seiner Mutter, nee, von einer anderen Mutter. Oder? Meine Mutter möchte ich bitte nicht nach einem BH fragen. Oh mein Gott, ich habe so viel Homework tonight. Ich muss mal kurz gucken, wie diese Nudeln gehen. Nudeln von gestern in der Pfanne gebraten, jetzt zusätzlich auf die Burger gelegt. Oh, das ist an sich ganz lecker. Stress, zu wenig Schlaf, zu sehr mein geschwächtes Immunsystem. Ja, das ist natürlich doof. Okay, but no screwing around. Stop screwing around. Ich will ein Selfie mit jemandem. I told you not to screw around. Ich. You think you can do it without screwing around? I knew you'd screw around. Ich hab nichts gemacht. Maybe don't screw around this time. I knew you'd screw around. Ja, für das Cosplay. Ja, aber da möchte ich trotzdem kein BH von meiner Mutter haben. Better keep tabs on you, so you don't screw around. Ich kann ja einen erjagen. Gibt's nicht irgendwelche Volksfeste, wo man... I'm watching you. No horseplay. Ah nee, Krawatten werden da abgeschnitten, ne? BH-Line, ist das ein neuer Fetisch? Ja, auf jeden Fall. Mein BH guckt raus? Hier? Wo? Nee, das ist ein Panda-Bär, der im anderen Panda-Bär einen Stuhl auf den Kopf haut. Okay, sure, I'll take a pic. Geil. Ey, guck mal von deinem Handy weg, du! Was stimmt denn nicht mit dir? Dankeschön. Hallo, Taugenix! Yay, thanks! Kannst du die Selfie löschen, bitte? Außer du findest, ich sehe gut aus. In dem Fall lösch es los nicht. Kein Problemchen. Annie Nelson. Alter, ach, das sind die kleinen Girls. Sweet! Sweet! Was geht mit dir ab, Digga? School's over, kid. Why are you still hanging around? Kannst du glauben, dass ich so aus dem Bett gerollt bin? Wie? Boah, wir sind schon Influencer-Level 3. Geht auch, als vegetarisch waren, der hat noch Cashew-Blackbean-Burger. Die sind sehr lecker. Die Kombination Bone und Cashews kann man sehr geile Patties rausmachen. Mag ich sehr gerne. Bin ich nur meistens faul. Also ist eigentlich gar nicht so viel Arbeit. Ah, hier ist doch immer Volleyball. Eine Dose Arschkörperspray. Poster, okay. Die tatsächlich Penisgröße von Jungs.
Verwirrt von der Schule. Oh, die beiden Sissis. Sportkleidung, Stoffbein. Jetzt will ich hier alles klauen, ne? Oh. Chaos. Wupp. Würde gern rennen können. So war der Weg zumindest lustiger. Oh, hey, hallo! Lauschidrach! Weiß nicht, ob ich das heute so witzig finde. As your counselor, you can talk to me about anything, okay? I understand you want to talk about sex. Sex? Okay, see, I'm highly trained in sex issues, okay? And you don't have to be afraid. Okay, new kid, it's really simple. When you want to talk about your sex, you can start by simply saying, you know, I'm a boy or a girl or other. Take your time, okay? Das ist tatsächlich mein neues Lieblingslied. Okay. Okay, anytime. Ich bin tatsächlich sehr für Sonstiges. Just whenever you're ready. Other, so you're saying you're neither a boy nor a girl, so you don't believe you have a gender. Okay, can you just hang on a minute? I need to call your parents. Just take a second. Das gibt Ärger, ey. Oh, hello, this is Mr. Mackey, the school counselor. Yes, hi. I have your child here in my office, and well, your child has just let me know that he, or they identify as being gender neutral. Oh, you knew that? Okay. Well, no, it's fine. It's just, I believe everyone was under the impression that they were a boy. Okay. Yeah, no, that's great. That's great to know. I think I can really maybe be of help from here on out. Thank you very much. Okay, bye-bye now. Okay. Bye-bye now. Okay. Okay, well, this is a shocker, new kid. But there's nothing wrong with not identifying as a binary gender. You can be whatever sex you want, okay? Even if it's none. That's fine. It's fine. Just be careful, okay? Because there's a lot of people out there who don't accept you for what you are, and then you're gonna have to deal with them, okay? So, but come see me anytime. Können wir, das wäre vielleicht die Idee, oder? Das. Das ist übrigens von den gleichen Leuten, die den Loco-Roco-Soundtrack gemacht haben, bestimmt. Das könnte man in der halbstündigen Version so als das höchste Donation-Goal nehmen. Also hi there, new kid. Hallo! Hallo, Neues? Wir kommen hier nirgendwo durch. Aber Moment, wo ist denn die Cafeteria, oder was? Yep. Da oben muss ein Bild hin. Aber wir können noch nicht teleportieren. Was wohl gewesen wäre, wenn man Mädchen ausgewählt hätte, das wäre bestimmt. You're screwing around too much? Bet you are. Maybe don't screw around this time. Wie kann ich dir jetzt ein Selfie machen, ohne rumzuscrewen? Well, okay then. Hä? Ich musste einfach nichts machen. Ich musste einfach nur nichts machen. Das war ja super gut. Okay, müssen wir uns Sorgen machen, um Franz herum? Ja. Oh, wir können nichts machen. Jetzt kommt die Katze. If
it ain't one of them gender neutrals. We hillbillies. Finally, your types around here. Let's welcome this thing to our town. Die Hillbillies kämpfen gegen uns, nur weil wir gesagt haben, wir sind gender neutral. Sie haben Hillbillies mit Hinterwäldern übersetzt. Das I'm gonna punch you straight, just like I did Dale that one night in 94. If you actually read the Constitution, you'd understand it's my patriarchal duty to fuck you up. That settles it. Beating you kids up was definitely the right decision. Er möchte mich heterosexuell prügeln, hat er gerade gesagt. Das kann ich nicht gut heißen. Das kann ich überhaupt nicht gut heißen. Nein, ich kann leider mein. Ah. Das ist giga unfair. Aber hab ich nicht noch eine ganz normale Saugerattacke? Einfach ansaugen hier. Oh, Alter, das macht ja richtig viel Damage. Ah, das war noch da, kommt noch der Crit. Okay. Alter, der macht. Boah, Mosquito macht richtig viel Damage. So, und dann finish. Können wir den finishen? Ach, das ist hier blockiert. Dann würde ich sagen, zünden wir den Kollegen da oben mal an. Oh, er ist gegen seinen Truck gelaufen. Dude, you are trying way too hard. Hey, hey! That sucks for you, new kid. So, jetzt können wir gleich richtig Bash verteilen. America, love it or get your ass kicked, socialist. Ouch for you, dude. Irgendwie fand ich die Kämpfe im ersten Teil anspruchsvoller. Sehr leicht bisher. Also das, was ich hier spiele, oder hast du es auch gespielt? Weil, das ist ja noch der Anfang, ne? Und du kannst die Schwierigkeit ja auch hochdrehen. Und ich bin auch schon gestorben. Ich bin auch nicht besonders gut. Will schon jemanden heilen? Dann kriegt er einfach hier den. I like our odds. Pew pew! Here I go. Come and get me, Dick. Imagine how cool that looked with my compound eyes. Dude, dial it back. Giga gut, ey. Bug bite. Bam! Und er verteilt dann überall Ketchup. Das ist doch einfach zu gut, ey. Okay, irgendwie finde ich, machen wir sehr wenig Damage. Mosquito hat doch so wenig Leben! These updrafts have recharged my eye lasers. Human kite is ready. Er hat keinen Bock mehr auf Fräulein Sumsebam. Pew pew pew. I love when you sear them like that. Seals in the juices. Pew pew. Omega Crunch Extra. You really boom. Evil doers. Unsere Ulti ist bereit. Okay, wir probieren jetzt mal die Ulti von ihm aus. Ah, die kennen wir schon, ne? Moment, ist da noch... Dann sind wir dran. Unsere Ulti ist mit Pupsen, ne? Ja, wir finishen ihn. Ach, das Näschen läuft aus. Ja, das ist natürlich viel. Bam! Wir haben die Hillbillies verdroschen. Wir haben die Hassschmiede bekommen. Okay. Hassschmiede. Wie funktioniert das eigentlich in South Park? Die Kinder haben ja untereinander ein Spiel implementiert, in dem diese Runden funktionieren. Solange der jüdische Cousin nicht anfängt zu cheaten. Aber wie kriegen die Erwachsenen dazu, da mitzumachen? Wahrscheinlich mit Informative Murder Porn. Hallo, andere Kinder. Ah, ja. Wie kann ich das nicht aufmachen? Doch. Das ist so cool, dass man hier einfach alles immer wegklaut. Whoops. I need somebody. Schwups. Get the wood, you punch the trees. Punch the trees to get the wood.
Was ist das denn? Ach, da oben ist... Alter, ich bin ja ein Genius, ey. Was ist das denn? Oh! Okay, das ist natürlich gigagut. Da bin ich jetzt schon Fan. Oh Gott, wieso tut mir eigentlich alles weh? Werd alt, Kinder. Werd alt. Ja, der Hut ist auch ein bisschen witzig, aber der BH ist zu gut. Aber als Akis Keure... Oh! Das ist doch wohl der... Das ist der King-Shit, ey. Das ist definitiv der King-Shit, ey. Ach, das ist ein 30er-Artefakt. Guck mal. Status-Effekt schauen. Wir haben gar nicht so viele Rückstoß-Kombos, deswegen... Könnte man auch überlegen. Status-Effekt, aber obwohl so viel... Obwohl, wir zünden ja immer alle an, ne? Haben wir 61 Macht. Girlfriend. Mann, der Stream lag schon wieder. Was? Es liegt nicht an mir. Alles ist gut. Tut mir leid. Wann habt ihr das letzte Mal eine Parkuhr gehauen? Seid ehrlich. Yes and yes. Ja, sagt's mir. Wann habt ihr das letzte Mal eine Parkuhr geschlagen? Oh shit. Nein, das sind Ninjas. South Park Community Center. Hallo. Ich will da hoch. Wie darf ich denn da nicht hoch? In Kopfaufnahme so gut übersetzt. Wie im Community Center gibt es nur eine Bühne und Klos. Hier sind da bestimmt wieder irgendwo Drogen versteckt. Ich! Aua! Okay, wir müssen bestimmt aufs Damenklo und da irgendwie rüberwieseln. Das ist keine Ninja, das ist Isis, meinst du? Ih! Was zum Teufel? Das ist ja giga ekelig! Aber, warum? Oh, man kann den. Ah, ich bin ja. Unglaublich, wie klug ich manchmal bin. Achso, aber das. Da wissen wir noch nicht, was das macht mit den Rohren, ne? Das brauchen wir bestimmt später noch. Okay, Ninjas sind unsere Schwäche. Okay. Yes, leave us to our chaos. Den will ich nichts zu tun haben. Wir machen alles kaputt. Ein Ödland-Velozitor. Ein Velozitor. Boom! Hallo, wer wohnt hier? Oh. Ach, das Mädchen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Das ist ein süßer Affe. Hallo, Mayobu! Ein Keller. The first unicorn. Oh, die hat die. Ey, was ist das denn? Warum sieht das. Du musst das. Die Twerps? Ich glaube, wir können bestimmt später wieder Zwergenmensch sein. Geh zu den Ninjas, mach es, tu es. Wir sind doch ganz lüb. Ja, ihr seid überhaupt nicht lüb, ey. Ihr bringt einen einfach giga um, ey. Hallo, fremder Mann. Cave, kid. Well, more like my man kitchen. Remember Berries. Remember Capri Sun? Oh, those are the greatest. I remember. Oh, I remember. Remember Toucan Sam? Sure, I remember him. He was fantastic. Oh, Capri Sonne, das war was. Capri-Sonne. Ich hab Angst vor den Ninjas, Ninja. Hallo! What's new, kid? Still giving everyone the silent treatment? Yep. Selfie mit mir. Let's take a selfie and be Kunstagram friends, new kid. Yeah! Das wird super. Wendy Testerburger. Wir haben doch eben noch mit ihrer Mama gesprochen. Du?
kaufen? Check out my new items. They're amazing. Ein Haianzug. Ein Hai. Ja. Teufelsmann. Ah! Oh, den müssen wir kaufen. Den müssen wir kaufen. Ist egal, dass er einen Dollar kostet. Es ist der größte Bart, den wir bisher gefunden haben. George. Der ist gekauft. Geht nicht anders. Till next time. I might follow you when your wardrobe is a little more palatable. Das Outfit ist einfach giga gut. Dankeschön, Fräulein Sumsumann. Oh, der Blick des Donners, Hallöchen, die Schlingelse. Wir haben einen neuen Bart. Bäm, jetzt sieht er langsam aber sicher mal aus wie ein richtiger Franz. Was soll das falsch an dem Outfit? Ich weiß es auch nicht. Also mir fällt nichts ein. Ja, ich muss euch übrigens echt leider schon mal langsam und voller inniger Liebe darauf vorbereiten, dass ich nach dieser Folge mich echt einschieben werde, wie man in der Jagdfachsprache sagt. Ich werde mich in der Dickung einschieben. Nein, nicht in der Dickung, aber ich werde mich hinlegen. Ich bin einfach unendlich müde. Kauf das High-Kostüm und zieh es an, sagt Zeppel auf Böllen. Ja, aber wir haben doch schon das beste Kostüm. Wir müssen erstmal kurz aufs Klo. Wo ich das High-Kostüm auch ziemlich gut finde. Meine Mutter hat übrigens Sonntag Geburtstag. Möchtet ihr was schenken? Das nicht machen. Ah! Da weiß ich übrigens immer noch nicht, ob ich da vielleicht das langsamer machen soll. Der Wollo. Schwuggel, schwuggel, schwuggel. Also meint ihr, wenn man ihr das am Sonntag kein Stream. Ja, ich bin ja nicht ganz Tag da. Ich fahr da kurz hin. Mittags oder so. Ne, meine Eltern sind ja nicht die Jüngsten. Die essen ja. Ich esse ja Mittag irgendwie um kurz nach 12 oder so. Da bleibt dann auf jeden Fall noch Zeit für's. Wirst du vielleicht auch mal wieder unter Menschen? Hier könnte man. 15. Da weg. Das ist macht. Auch weg, macht 15, genau. Also wir könnten halt das komplette High. Ach, wir haben $23. Easy. Komm. Gab's hier noch was für den High? Till next time. I can't really social media with people who aren't at the top of their fashion game. Sorry. Hallo. Maybe if you tried making one of those crafted costumes, I'd think about following you. Ach, die dumme Sau. Let's upgrade your look. Irgendwie's blöde Mädchen. Wir sollen selbst ein Kostüm machen. Ist ja voll teuer. Oh, habe ich die Haibrille fehlt? Ah nee, sie hat gesagt, ich soll selbst ein Kostüm machen. Echte Menschen. Ihhh. Wir sind keine Menschen. Doch, ihr seid natürlich echte Menschen. Naja. Menschen, die man auch anfassen kann. Hallo? Na ihr? Hallo? Apple meint, die Brille fehlt noch, aber sie hat ja gerade gesagt, wir sollen so ein Selfmade-Kostüm eigentlich haben. Oh, können es nochmal probieren. Aber ich glaube, das war's noch nicht. I can't really social media with people who aren't at the top of their fashion game. Sorry. Sie will, dass wir dieses Kostüm selbst basteln. War ganz schön teuer. Ich von mir der, weil du bist doch krank verbessert. Außer du meinst das anfassen, dann verzichte ich. Ja, das weißt du ja doch gar nicht.
Da weißt du ja gar nicht, was du davon vielleicht hältst. Was soll ich machen? Ja, kaufen wir ihr das jetzt ab? Damit sie jetzt unsere Freundin wird, oder? Also hier sind ein Nörgelbot, ein richtiger Bot, ein Seppel, ein Hundidoggi, eine Sumsebiene, eine Katze. Menschen sehe ich gar nicht. Ja. Wichtig ist sie. Ich mein Mitfahrer hupt nebenan. Wie auch das alte Jagdspiel. Auch auf Befehl immer pupsen kann. Alter, kriegt man da immer Schrott? Mit Chipotle verschmutzte Unterwäsche. Wer macht denn Chipotle auf Unterwäsche? Aliens kann. Oh. Hier gibt es so viel zu entdecken, ne? Das ist echt eine schlechte Welt. Was? Da ist Zulu? Bei dem Alien-Mann? Hallöchen! Okay, wir brauchen auf Dauer irgendwie, glaube ich, noch so ein Elektrobeeinflussungsmoped. Oh, die haben ein ganzes Fahrwerk. Ach, das sind kaputt gehauen. Boings. Alles ist abgesperrt. Kaputte Moskitonase und leere Ketchup-Packung. Oh, hier wohnt's. Kyle Stan. Der wohnt denn hier? Wer ist? Dann ist doch der Moskito, oder? Kühlkuchen! Mit dem Kleber kannst du craften. Habe ich Kleber gefunden gerade? Ja, gar. Oh ja, die Gürtel in Ketten. Macht Rückstoß-Kombo-Schaden. Den brauchen wir momentan leider gar nicht. Wir können uns neue Macaroni-Bilder craften. Ach cool, das ist dieser dicke Heal. Den können wir uns nachcraften. Ja, geilo. Gegengift und wieder ein Wiederbelebungsserum ist natürlich immer gut. Jetzt sind wir nämlich der nächste, aber wir brauchen Crafting Rang 6. Dann machen wir doch noch ein paar Macaroni-Bilder. Können wir nicht mal gucken. Ey, jetzt brauchen wir Crafting Rang 7. Ach, gehört eine Grenze. Ah, oh. Ach so, man kann das. Kann das leveln? Krass. Ach, ich muss ein Kostüm craften. Ja, aber ich habe doch noch kein. Ich hätte das Rezept bei ihr kaufen sollen. Dafür war ich zu geizig. Das ist das Problem. Also, ich hätte das Rezept kaufen müssen, um. Oha. Sexy Robot, Hallöchen. Und Slam. Schulbericht zu lesbischen Cheerleadern. Mahlzeit, Stan ist zumindest in der Serie nicht der Moskito. Achso, nee, dann vertue ich mich vielleicht auch. Das ist ja hier genau dasselbe. Das ist ja. Aber Kyle ist doch der Kite. Ist doch, Stan ist der Moskito. Warum macht er das? Ach so, Brotgaming. Hallo, Seppel. Kauf mal das Kostüm. Ich bin zu geizig. Ich leide doch unter Videospielgeiz. Das habe ich in irgendeinem Let's Play vor vielen Jahren mal erklärt. Na. Wir müssen schon wieder aufs Klo. Das ist ein Easy-Klo übrigens. Coole Moves! Möchtest du, dass wir das Kostüm kaufen? Dann ist der Toolboy und Mitglied der Freedom Pals, also dein Feind. Ah, okay. Aber wer ist denn der Moskito? Gibt doch nur Scan. Ach, Clyde Donovan? Nee. Ist Clyde? Achso, ich hatte durch die Mütze habe ich gedacht, das wäre Stan. Hallo.
Ah, hier waren wir schon. Okay, okay, dann komm, dann kaufen wir jetzt noch das. Läuft ja wie geschmiert beim Franz, ob der heute zu viel Kinder. Ach, warte mal, wir haben jetzt diese... So, nur für den Zeppel of Berlin kaufen wir jetzt dieses Kostüm. Es ist sehr teuer. Es ist sehr teuer. Ja, es ist, ist unglaublich teuer. Das ist nur, weil der Zeppel der Sieger der Herzen war. Beim Dampfermatt. Dünner Eyeliner oder Eyeliner? Hm? Nicht das Schlechteste. Come back soon! Ach, dafür brauchen wir nur Stoff. Wow, you made one of my costumes. Let's get a selfie. Easy. Dankeschön, Zeppel. Du hast mich gezwungen. Du hast 30 Dollar, das Kostüm kostet 6. Ja. Die Berliner wieder. Milliarden ausgeben für Unsinn, der nie fertig wird. Notiere nie mit dem Zeppel shoppen gehen. Ich will auf jeden Fall meinen BH auf dem Kopf haben. Das ist so auch witzig, aber... Wir lassen jetzt mal kurz das Hexenkostüm. Das finde ich auch sexy. Sexy. Sexy Franz. Der kann's. Kinder, die Folge ist ja schon lange zu Ende. Und es sieht saugeil aus. Die YouTube-Folge ist zu Ende. So. So, ich muss noch Tschüss sagen. Kinder, bis gleich, ne? So ein Spacko, ey.